Hossa, dann habe ich noch das Saarland im Angebot. Das Saarland, ja, ja, ein bisschen eher liberal, aber recht nah am Durchschnitt. Das schöne Saarland betreten darf man, aber, und auch das Saarland, ne, wie Hessen, diskriminiert leider Rollstuhlfahrer, weil das Befahren mit Krankenfahrstühlen im Wald ist halt nicht dem Betreten gleichgestellt. Das ist scheiße, liebes Saarland. Sonst ist ja alles schön bei euch. Aber was soll der Schwachsinn? Wozu soll das gut sein? Das macht überhaupt keinen Sinn. So. Nein, also, ich meine, die Leute können nicht laufen. Die sind nicht bescheuert. Die können nur nicht laufen. Was soll der Quatsch? Man muss die nicht selber davor schützen, im Wald abseits der Wege mit ihrem Rollstuhl rumzufahren. Ne? Das wissen die schon selber, dass ihnen das gegebenenfalls nicht gut tut. Beziehungsweise, wenn sie es tun, dann können sie doch verflixt nochmal auch selber eben entsprechend eigenmächtig entscheiden, da sie es tun wollen, und dann wissen sie auch irgendwie, wie sie damit umgehen können mit der Situation. Ne? Wie man Rollstuhl fährt, weiß derjenige, der drin sitzt, am besten. Nicht wir, die wir solche beschissenen Gesetze machen. Also, was heißt wir? Ihr, weil ich bin ja kein Saarländer. Also, nehmt es mir nicht übel, das ist selbstverständlich auch nicht an den gemeinen Saarländer gerichtet, diese Kritik, sondern an die entsprechend diejenigen, die dieses Gesetz verbockt haben. Gut, sonst sammeln, also sonst betreten, Standard, ne? Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist gestattet. Sammeln von Zeug, Standard nach Bundesnaturschutzgesetz, keine besonderen Regelungen. Holz, keine Angaben, muss man bei der entsprechenden Gemeinde nachfragen, wenn man es genau wissen möchte. Ansonsten halt winzige Mengen, kein Problem. Und darüber hinaus lieber reinlassen. Feuer. Ja, das ist jetzt so ganz speziell. Ne? Da müssen wir jetzt doch nochmal ein bisschen ausholen. Denn Feuer machen ist in entsprechenden saarländischen Waldgesetz überhaupt nicht erwähnt, steht da gar nicht drin. Im Naturschutzgesetz steht's drin und da steht, man darf kein Feuer machen, kein Feuer anzünden oder irgendwie sowas. Jetzt ist es so, dass damit offenes Licht oder die Verwendung von einem Kocher und so weiter und so fort in eine Grauzone fallen. Kein Feuer machen würde ich jetzt spontan als kein Lagerfeuer oder ähnliches interpretieren. Zumal weiter hinten in dem Gesetz extra nochmal darauf hingewiesen wird, dass weitergehende Brandschutzbestimmungen gegebenenfalls erlassen werden können, wenn es gerade mal wieder trocken ist und so weiter und so fort. Dass dann also in so einem Fall auch zum Beispiel das Wegwerfen von glimmenden Gegenständen, das Rauchen oder ähnliches verboten gehört. Aber aktuell ist nur verboten, ausdrücklich, das Feuer machen. Ne? Und im Sprachgebrauch ist das Feuer machen halt wirklich so ein Feuerle. So eine Feuersgedönse anlegen. Ne? Und so würde ich das zumindest interpretieren. Wir befinden uns also in einer Grauzone, was andere Arten des Feuers als das Lagerfeuer angeht. Wer sich da noch besser auskennt, an dieser Stelle möchte ich wirklich gerne um Hilfe bitten, wer sich da zufällig im Saarland wirklich mit der Gesetzeslage irgendwie intensiver auseinandergesetzt hat und dann noch irgendeine andere Sonderverordnung kennt, das würde mich höchst sehr interessieren, falls da jemand was weiß. Was auch in jedem Fall natürlich noch möglich ist, gerade wenn wir uns feuertechnisch in einer Grauzone befinden, dass die einzelnen Landkreise, Kommunen, Gemeinden und so weiter und so fort Sonderregelungen jeweils erlassen haben für ihr Gebiet. Das dürfen die nämlich. Das wäre auch nochmal wichtig hinzuzufügen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere sowas hat, weil es ja so schwammig formuliert ist. Thema Rauchen. Das ist zumindest mal nicht verboten, weil das Thema Feuer ja so schwammig formuliert ist. Man findet also keine Stelle in der offiziellen Landesgesetzgebung, die das Rauchen verbietet. Kommunal könnte es theoretisch sein. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass sich das irgendwo durchsetzen lässt. Dass jemand kommunal als Bürgermeister einer kleinen Gemeinde, der einen gewissen Raucheranteil bei seinen Wählern hat, sagt, ihr dürft jetzt nicht mehr im Wald rauchen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Radfahren. Nur auf Wegen. Und dazu wäre hinzuzufügen, dass Fußpfade keine Wege sind. Also was als Wanderweg und Fußweg oder sonst irgendwie ausgewiesen ist, auch auf topografischen amtlichen Karten als solcher ausgewiesen ist, da darf man dann wieder nicht Radfahren.
ist relativ kompliziert, das jeweils im Vorfeld herauszufinden. Aber was eine Straße oder ein Weg im größeren Umfang ist, da darf man dann wieder Rad fahren. Und sonst ist es halt auch wieder ein bisschen Grauzonenregelung, weil es ja für den Radfahrer tendenziell sicherlich eher gut ist. Zelten darf man, wenn man den Waldbesitzer vorher gefragt hat, der darf das also separat, unabhängig von irgendwelchen Behörden genehmigen. Das ist wiederum sehr schön und relativ liberal. Und zum Schlafen im Wald genereller Art, ne, also einfach so unter freiem Himmel, da gibt es keine Angaben, ist also wieder mal nicht verboten und damit erlaubt. Gut, das war auch das Saarland. Mehr Bundesländer habe ich jetzt in dieser Location, vor diesem Hintergrund und zu diesem Zeitpunkt, was ihr natürlich über gewisse Zeit versetzt dann erst zu sehen bekommt, nicht vorbereitet. Und für mich heißt das, ich gehe jetzt Mittagessen. Hunger.